Haben Sie einen guten Tag gehabt? Make them answer. Ich habe in Deutschland viel gelernt. Wie jetzt geht's los. Tonight we're going to be talking about model of the mind. Heute Abend wollen wir uns über die Hierarchie des Geistes unterhalten. And our objectives for tonight include showing an organizational model of the mind. Die Ziele heute Abend sind, die Hierarchie des Geistes darzustellen. How egocentrism or selfishness actually damages this functioning. Wie Selbstsucht die Funktion des Geistes beschädigt. And how we can bring principles to bear that can rebalance our minds in healthy ways. Und wie therapeutische Prinzipien diese geistigen Fakultäten wieder ins Gleichgewicht bringen können. When I was in my psychiatric residency, während meiner psychiatrischen Facharztausbildung, having been raised as a Christian, ich bin als Christ groß geworden, I was confronted with a lot of concepts that challenged my beliefs. Habe ich einige Konzepte kennengelernt, die meine Überzeugungen herausforderten. And so I had to come to some terms with those questions. Und ich musste mich mit diesen Fragen auseinandersetzen. Can one be both a scientist and a believer in God? Kann man gleichzeitig Wissenschaftler sein und auch an Gott glauben? Can one be honest with facts and still believe in God? Kann man ehrlich mit Fakten umgehen und immer noch an Gott glauben? Could an ancient text like the Bible contain wisdom on how the mind functions? Kann ein historischer Text wie die Bibel Weisheit darüber enthalten, wie der Geist funktioniert? I decided to identify some principles of investigation. Ich habe beschlossen, einige Prinzipien meiner Untersuchungsmethode festzulegen. That I realized that truth will lose nothing by close investigation. Ich habe festgestellt, dass die Wahrheit nichts verlieren wird, wenn man eine exakte Untersuchung durchführt. Therefore, I would not close my mind to explore any avenue of investigation. Deswegen wollte ich meinen Verstand nicht vor verschiedenen Richtungen verschließen. As a Christian, I wouldn't close my mind to science and the evidence of science. Als Christ wollte ich meinen Verstand nicht verschließen vor den Beweisen der Wissenschaft. And as a scientist, I wouldn't close my mind to what ancient texts might have to say. Und als Wissenschaftler wollte ich meinen Verstand nicht verschließen vor der Aussage historischer Texte. But I would only hold or draw conclusions which those things that were evidence-based, reasonable, testable, reproducible and actually worked. Ich wollte also nur an Schlussfolgerungen festhalten, die vernünftig sind, nachprüfbar und wiederherstellbar sind und die tatsächlich auch funktionieren. And then I would leave other people free to think for themselves and come to their own conclusion. Und ich würde anderen Menschen natürlich die Freiheit lassen, für sich selber nachzudenken und eigene Schlussfolgerungen zu ziehen. So I invite you tonight to do the same. Deswegen lade ich Sie heute Abend ein, das Gleiche zu tun. To investigate, zu untersuchen, evaluate what I present, zu evaluieren, was ich Ihnen vorstelle. Don't believe anything because I said it. Glauben Sie nichts, nur weil ich es sage. But think it through for yourself. Aber denken Sie nach, denken Sie selber darüber nach. Test the evidence. Überprüfen Sie die Beweislage. And then draw your own conclusion. Und bringen Sie dann Ihre eigenen Schlussfolgerungen. Let's talk about the brain and the mind. Wollen wir uns mal über das Gehirn und den Geist unterhalten? One way to understand the brain and the mind, eine Art, wie man das Gehirn und den Geist verstehen kann, is the analogy of a computer. Ist der Vergleich mit dem Computer. With the brain is the hardware. Das Gehirn ist die Hardware. The actual brain tissue itself. Das Gewebe des Gehirns selbst. And the mind is the software. Und der Geist ist die Software. For instance, everyone I believe in this room has a German software package. Ich glaube, jeder in diesem Raum hat eine deutsche Software auf seinem Computer. You weren't born with that software package. Sie wurden schon mit dieser Software geboren. If you were raised in America, wenn Sie in Amerika geboren worden wären, you would have an English software package. Würden Sie ein englisches Softwarepaket haben. This ability to speak this language was uploaded into your hardware after birth. Die Fähigkeit, diese Sprache zu sprechen, wurde aufgeladen auf ihre Hardware nach der Geburt. The mind and the brain interact with each other.
Der Verstand und das Gehirn beeinflussen sich gegenseitig. We're not genetically programmed to play chess or read hieroglyphics or play musical instruments. Wir sind nicht genetisch vorprogrammiert, um Schach zu spielen, altertümliche Hieroglyphen zu lesen oder Klavier zu spielen. But if we choose to engage in those activities, the brain, the hardware will rewire itself to give us the ability to do so. Wenn wir jedoch wählen, solche Dinge zu tun, verdrahtet sich das Gehirn neu, um diese Fähigkeiten zu erlangen. What we are genetically programmed for is adaptation. Wir sind allerdings für die Anpassung vorprogrammiert, genetisch. One of the programs we did last year, which is available in the DVD set out in the lobby. Ein Vortrag, den wir letztes Jahr durchgeführt haben, Sie können das übrigens auf DVD erwerben, was the developing brain. Lautete das Gehirn, das sich entwickelt. And we went through multiple scientific studies and evidence that showed how life experience alters how the brain develops. Und wir haben uns verschiedene wissenschaftliche Studien angeschaut, die darlegen, wie die wie die Erfahrungen im Leben das Gehirn verändern. And how life experiences and choices alter which genes are turned on and which genes are turned off in your body. Und wie unsere Entscheidungen darüber entscheiden, welche Gene ein- und ausgeschaltet werden. And how you pass those gene expression changes down 3 and 4 generations in your family. Und wie wir diese Genexpressionen auch 3 und bis 4 Generationen an unsere Kinder und Enkeln weitergeben. Because we were designed to adapt and change based on the choices we make. Denn wir sind so geschaffen, dass unsere Entscheidungen auch unsere Genexpression beeinflussen. The hardware is living and constantly changing based on the choices of the software. Die Hardware lebt, verändert sich ständig, gegründet auf die Tätigkeit der Software. So what does it mean to be spiritual, or what is spiritual? Was bedeutet es, geistig zu sein? Is it something that is not tangible or immaterial? Ist das etwas, das nicht greifbar oder materiell ist? Is it to believe something without evidence? Bezieht es sich auf etwas, was man glauben muss, ohne Beweise? Is it some inner feeling we get? Sind das innere Gefühle? Does it belong to a religious organization? Bedeutet das, einer religiösen Organisation anzugehören? Religions tend to mystify spirituality, make it mystical. Religionen neigen dazu, Spiritualität mystisch darzustellen. Talking about a ghost-like energy force called a spirit. Man redet über eine gespenstartige Energie, die man Geist nennt. Or some living entity that lives outside your body called a soul. Oder eine ewig lebende Einheit außerhalb unseres Körpers, die man Seele nennt. Or something that intelligently operates outside your brain. Oder etwas, das auf intelligente Weise außerhalb unseres Gehirns funktioniert. But what is actually spirituality? Was ist aber Spiritualität? Are such ideas as these spiritual or are they superstitions? Sind solche Vorstellungen Spiritualität oder sind sie eher Aberglauben? Or a spiritual simply a group of abilities that contribute to your autonomy and individuality. Oder ist das Wort, bedeutet das Wort geistlich eine Anzahl von Fähigkeiten zu haben, die zu Eigenständigkeit und Individualität beitragen. And this may be a complete shift in thinking. Das ist vielleicht eine Veränderung in unserem Denken. Because we've been so conditioned to think of spiritual something mystical or magical. Denn wir sind dazu konditioniert, geistige Dinge als etwas Magisches oder Mystisches zu betrachten. I'm going to suggest to you tonight, if you go through the lecture with me, that spiritual is something objective and measurable. Aber ich möchte Ihnen heute vorschlagen, dass wenn Sie mir heute Abend folgen, Spiritualität ist etwas Objektives und Messbares. What does the Bible teach about spirituality? Was lehrt die Bibel über Spiritualität? I would accept only evidence-based conclusions and discovered something very interesting about spirituality. Ich habe nur Folgerungen, die auf Beweisen gegründet waren, akzeptiert und entdeckte etwas anderes in Bezug auf Spiritualität. That we actually have abilities that set us apart from every other living creature on the planet. Wir haben Fähigkeiten, die uns unterscheiden von allen anderen Kreaturen auf diesem Planeten. The highest of these abilities that we have is our ability to reason and think. Die höchste dieser Fähigkeiten ist unsere Vernunft, die Fähigkeit zu denken.
My neighbor has a dog named Daisy. Mein Nachbar hat einen Hund mit Namen Daisy. Now Daisy is a typical mutt. Das ist ein sehr typischer Hund. Hund? Yes. Dog. Dackel. Yeah. She runs around our neighborhood and picks up trash and sticks and old shoes and anything she can find. Sie läuft in der Nachbarschaft umher und sammelt alte Schuhe auf und Stöcke und was auch immer sie finden kann. And we'll drop them on my neighbor's porch as a present to my neighbor. Und kommt dann mit diesen Dingen zu meinem Nachbarn auf seine Veranda und lässt sie dort als Geschenk. And if he happens to be working in his yard, she'll come running up with her latest treasure and drop at his feet. Und wenn er im Garten arbeitet, kommt sie mit ihrer neuesten Errungenschaft angelaufen und legt es zu seinen Füßen. And she'll look up with her big brown eyes, wagging her tail, expecting to be rewarded. Und dann guckt sie ihn mit großen braunen Augen an und erwartet, dass sie belohnt wird. My neighbor cannot reason with Daisy. Mein Nachbar kann mit Daisy nicht vernünftig sprechen. And explain to her that while he understands she means well, this is a real nuisance and he would like her to stop. Er kann ihr nicht erklären, dass er versteht zwar, dass es ihr Spaß macht, diese Dinge zu bringen, aber sie sind nicht notwendig und es nervt ihn ein bisschen. See, animals don't have the ability to reason and think. Mit Tieren kann man nicht vernünftig Konversation betreiben. But we do. Aber wir können das. And this is the highest faculty that we have. Und das ist eine der am höchsten entwickelten Fähigkeiten, die wir haben. Does the Bible support the idea of reasoning and thinking or believing without evidence and without thinking? Unterstützt die Bibel die Idee des Denkens und Schlussfolgerns oder einen Glauben zu haben, der keine Beweise braucht? Well, Isaiah says, come let us reason together. In Jesaja steht, so kommt denn und lasst uns miteinander rechten. And Romans says each one should be fully convinced in his own mind. In Römer steht, ein jeder sei in seiner Meinung gewiss. And Hebrews says those who are mature have developed by practice the ability to discern right from wrong. In Hebräer steht, die Erwachsenen sind die ihre Urteilsfähigkeit geschult haben, um zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Well, how can we do this if we don't think? Wie können wir diese Dinge tun, wenn wir nicht nachdenken? If we don't reason. Wenn wir nicht überlegen? And many religions of the world teach people to turn their brain off at the door. Viele Religionen dieser Welt lehren aber, den Verstand an der Tür auszuschalten. Like the little boy once said, faith is believing what you know ain't so. Ein kleiner Junge hat mal gesagt, Glaube ist das zu glauben, was man weiß, dass es nicht so ist. No. Nein. This is one of the things that religion has done to spiritual development. Das ist etwas, was die Religionen der geistigen Entwicklung angetan haben. The highest faculty we have is our ability to reason. Die höchst entwickelte Fähigkeit, die wir haben, ist unsere Fähigkeit, nachzudenken. But we also have another faculty that separates us from the animals. Aber wir haben auch eine andere Fähigkeit, die uns von den Tieren unterscheidet. And that is a conscience. Und das ist unser Gewissen. And what is the conscience? Was ist das Gewissen? This was analogous to Freud's superego. Dies ist eine Analogie zu Freuds Superego. Freuds Super-Über-Ich. Yeah. It's an ability to be convicted or sense moral right and wrong. Das ist die Fähigkeit, sittliches Recht und Unrecht wahrzunehmen. It causes a conviction of guilt when exploiting others. Es verursacht eine Überzeugung von Schuld, wenn man andere ausnutzt. In the brain, im Gehirn, the capacity for reason is in the dorsolateral prefrontal cortex. Befindet sich die Fähigkeit nachzudenken im dorsolateralen Vorderhirn. Which is right behind your forehead. Das befindet sich direkt hinter der Stirn. The ventral medial and orbital cortexes. Der ventromediale und orbitale Cortex, which is right above your nose and the orbits of your eyes, was sich sofort oberhalb der Nase befindet und der Augenhöhle, is where we have our conscience. Dort sitzt das Gewissen. If you were to stand up in this room right now, wenn Sie in diesem Raum jetzt aufstehen würden, and try to take your clothes off in front of the rest of us, und versuchen würden, sich vor dem Rest zu entkleiden, the ventral, medial and orbital cortex would start firing like crazy. Dann würden die vorher besprochenen Gehirnareale anfangen, Alarmsignale loszusenden. You would get very stressed and uncomfortable. Sie würden sich sehr gestresst und unwohl fühlen. And you would get a conviction of inappropriateness. Und sie würden ein Gefühl der Unangebrachtheit empfinden. As this part of your brain tries to redirect your behavior to more appropriate behavior. Während dieser Teil des Gehirns versucht, ihr
Verhalten wieder etwas angebrachter zu gestalten. What happens if somebody should have a mind that's working with reason, but they have no conscience? What would the problem with that be? Was passiert, wenn man eine Vernunft hat, aber kein Gewissen? Was ist da für ein Problem? This is the sociopath. Hier reden wir vom Soziopath. This is the person who uses their reason to plot crimes, exploit others, but they never feel guilt or wrong for what they do. Das sind Menschen, die ihre Vernunft benutzen, um böse Pläne zu schmieden und andere auszunutzen, fühlen sich aber dabei niemals schuldig. But what would happen to a mind? What's wrong with a mind working with conscience, but with the reason turned off? Aber was ist verkehrt an einem Gehirn, wo nur das Gewissen funktioniert, aber die Vernunft ausgeschaltet ist? Did you ever hear in Germany of something called Jonestown? Haben Sie in Deutschland schon mal von etwas gehört, das Jonestown genannt wird? Jim Jones? 1970s? In den 70er Jahren? Oh, Guyana? In Guyana? Over 500 people drank the Kool-Aid? Über 500 Menschen haben einen Gift getrunken. Yeah. How about Waco and the Branch Davidians in Waco? Oder die Davidianer-Sekte in Waco, Texas. Yes, David Koresh and the Branch Davidians. Remember this? David Koresh und die Davidianer-Sekte. These are cults. Das sind Sekten. Were these people were convicted. They believed firmly in what they were doing. Diese Menschen waren überzeugt, dass sie das Richtige tun. But were they reasonable? Aber waren sie dabei vernünftig? Let me tell you about Carlos. Ich möchte Ihnen die Geschichte von Carlos erzählen. Carlos was a retired history professor of a Christian university. Er war pensionierter Geschichtsprofessor an einer christlichen Universität. 65 years of age. Er war 65 Jahre alt. He belonged to a Christian organization. Er gehörte zu einer christlichen Organisation, welche ihn lehrte, viele gesunde Dinge zu tun. Like eat healthy foods, avoid alcohol, tobacco, such things as this. Zum Beispiel sich gesund zu ernähren, Alkohol und Tabak zu vermeiden. But he also became convicted that it was wrong or sinful to take medications of any kind. Er ist zur Überzeugung gelangt, dass Medikamente jeglicher Art schlecht sind. And the worst medications, of course, would be medications that affect the brain or the mind. Und die schlimmsten Medikamente waren natürlich jene, die Einfluss auf das Gehirn ausüben. Sadly, after his retirement, he developed a psychotic depression. Leider kam es, dass er nach seiner Pensionierung eine psychotische Depression entwickelt hat. He began to hear voices, hallucinate, and became confused and disorganized. Er fing an, Stimmen zu hören. Er halluzinierte und wurde sehr unorganisiert. He and his wife recognized something was wrong, but what could they do? Aber er und seine Frau haben festgestellt, dass etwas nicht in Ordnung war, aber wussten nicht, was sie machen sollen. Well, they searched the country and they found a sanitarium that believed, as they did, that medicine shouldn't be given. Sie haben im ganzen Land nach einem Sanatorium gesucht und gefunden, wo geglaubt wurde, dass Medikamente nicht verabreicht werden sollen. So they took him to the sanitarium. Also ist er dorthin gegangen. Where he was treated with herbs, hydrotherapy, massage. Wo er mit verschiedenen Pflanzen, Wassertherapie, Massagen behandelt wurde. And prayer, of course. Und natürlich mit Gebet. And he continued to get worse. Und es ging ihm immer schlechter. He got so confused that at one time he was crawling around on the ground smearing feces on the wall. Es kam zu einem so schwierigen Stadium, dass er auf dem Boden herumkroch und Fäkalien an die Wände schmierte. He stopped eating and his weight dropped to 85 pounds. Er hat aufgehört zu essen und sein Gewicht war knapp 50 Kilo, 45 Kilo. The doctors at the sanitarium put a tube directly through his abdomen into his stomach where they could give him liquid nutrition. Die Ärzte haben ihm dann eine Sonde verpasst, über die er ernährt werden konnte. And they continued to treat him like this for 8 months. Und er wurde 8 Monate lang so behandelt. And for some reason, after 8 months of this, with him still being psychotic, und nach 8 Monaten war er immer noch psychotisch, they brought him to see me. Haben sie ihn zu mir gebracht. And I evaluated him and diagnosed him with a psychotic depression. Und ich habe ihn untersucht und die Diagnose psychotische Depression gestellt. And I spent a long time with he and his wife.
Ich habe eine sehr lange Zeit mit ihm und seiner Frau verbracht. And I explained to him the neurobiology, the science of what happens to the brain when someone's depressed. Und ich habe ihm erklärt, die Neurobiologie, die dahinter steckt, wenn jemand an Depression erkrankt. I explained how the medications actually work in the brain. Ich habe ihm erklärt, wie die Medikamente am Gehirn funktionieren. I walked through the evidence of history that demonstrated and documented that natural remedies don't work for this type of depression. Ich habe die geschichtliche Aufklärung betrieben, dass pflanzliche Medikamente in diesen Fällen nicht funktionieren. But at the end of the day, am Ende aber, they said, both the wife and the man, the patient, Carlos, haben Carlos, der Patient, und seine Frau gesagt, that they believed it was better for him to die than to take medication. Dass es besser wäre für ihn, dass er stirbt, als dass er Medikamente zu sich nimmt. He went back to the sanitarium. Er ist zurück in dieses Sanatorium gegangen. For 3 more months of the same treatment. Noch 3 Monate, um mit der Therapie fortzufahren. And then his son, who lived outside the country, heard what was going on. Und dann hat sein Sohn, der im Ausland lebte, etwas davon mitbekommen. Flew in, took dad away from mom. Ist hereingeflogen, hat den Vater von der Mutter weggenommen. Took him to a psychiatrist in Chicago, who put him on medication. Hat ihn zu einem Psychiater nach Chicago gebracht, der ihn auf Medikamente setzte. And the depression and psychosis cleared within weeks. Und innerhalb von Wochen sind die Depressionen und Psychosen verschwunden. And within 3 months he was teaching part-time again. Und innerhalb von 3 Monaten hat er wieder halbzeitmäßig gelehrt an der Universität. Now I tell you the story because ich erzähle Ihnen diese Geschichte aus dem Grund, Carlos was conscientious. Carlos war gewissenhaft, gewissenbeladen. But was he and his, were he and his wife reasonable? Aber waren er und seine Frau vernünftig? You see, when we have a mind in which we have reason working without conscience, we have a problem. Wenn wir ein Gehirn haben, in dem unsere Vernunft ohne das Gewissen funktioniert, haben wir ein Problem. But when we have a mind working with conscience without reason, we have a problem. Aber wenn nur das Gewissen funktioniert ohne die Vernunft, haben wir auch ein Problem. These two faculties are always to balance each other and work in harmony. Diese zwei Fähigkeiten müssen sich gegenseitig balancieren und zusammenarbeiten. And together they form what we call our good judgment. Und zusammen bilden sie, was wir Urteilsvermögen nennen. And these are part of the highest faculties we have that make us spiritual beings. Und das sind zwei der wichtigsten Fähigkeiten, die uns zu geistigen Wesen machen. But I discovered one other ability or faculty we have that the animals don't have. Ich habe aber noch eine Fähigkeit entdeckt, die wir haben, die Tiere aber nicht. And that is an inherent drive or desire to worship. Und das ist eine innewohnende Neigung zu anzubeten. It may not be God, das muss nicht Gott sein, but everybody worships something. Aber jeder betet etwas an in irgendeiner Form. It is a looking outside of yourself for a frame of orientation that gives life meaning, direction and purpose. Das ist etwas, bei dem man über sich selber hinausschaut, um Orientierung und Richtung zu erlangen. Some people worship money. Manche Leute beten das Geld an. Some people worship the scientific method. Andere beten die wissenschaftliche Methode an. Some people worship movie stars or singers. Andere wiederum beten Fernsehstars oder Sänger an. Carl Jasper in his book Way to Wisdom, in seinem Buch Der Weg zur Wahrheit, sagt Carl Jasper, says that which you hold to, upon which you stake your existence, that is truly your God. Das, an dem du dich festhältst, an dem du deine Existenz festmachst, das ist dein wahrer Gott. Richard Creel says a person's deity is that which actually dominates that person's life, giving it unity, direction, inspiration, whether the person realizes it or not. Sagt Folgendes: Die Gottheit einer Person ist das, was im Leben dieser Person dominiert, was ihm Einheit, Richtungsweisung und Inspiration gibt, ob die Person das realisiert oder nicht. The question is not whether we worship, rather the question is, what are we worshiping? Die Frage ist nicht, ob wir anbeten, sondern vielmehr, was wir anbeten. Why does God say in the Bible, thou shalt have no other gods before me? Warum sagt Gott in der Bibel, du sollst keine anderen Götter neben mir haben? Religions say God demands worship because die Religionen behaupten, Gott verlangt
Anbetung oder Verehrung, weil God is powerful. Weil er mächtig ist. God is creator. Weil er der Schöpfer ist. God is sovereign. Er ist souverän. It is his right. Und es ist sein Recht. But if this is the reason, what would that actually mean? Aber wenn das der Grund wäre, was würde das bedeuten? There is something else called the law of worship. Es gibt noch etwas, das nennt man das Gesetz der Anbetung. Also known in psychiatry and psychology as modeling. Das wird auch in der Psychiatrie als Modellierung bezeichnet. By beholding, we actually become changed. Durch das Betrachten werden wir verändert. Last year, we did a program called the Science of Belief. Letztes Jahr haben wir über etwas gesprochen, das nennt man die Wissenschaft des Glaubens. And we went through the scientific evidence of how what you believe changes you. Und wir haben uns wissenschaftliche Beweise darüber angeschaut, dass was man sich anschaut, das verändert einen. What we esteem, we value, we look up to, we gradually become like. Das, was wir verehren, wozu wir hinaufschauen, diesem werden wir immer ähnlicher. This is an actual statue of the ancient Egyptian god Heket. Das ist eine Statue des antiken ägyptischen Götzen Heket. And if you lived 4000 years ago. Und wenn Sie vor 4000 Jahren gelebt hätten, just imagine if you worshiped Heket. Und stellen Sie sich vor, Sie beten Heket an. What would that do to your mind? Was würde das mit Ihrem Verstand machen? I mean, imagine your family gathering around each day, a little statue of a frog. Stellen Sie sich vor, Ihre Familie versammelt sich jeden Tag um die Statue eines Frosches. And you pray as a child to this little frog. Und als Kind betet man zu diesem Frosch. Dear Lord Frog, bless Mommy and Daddy and help me to grow up one day to be like you. Lieber Gott Frosch, segne bitte Mama und Papa und hilf mir eines Tages so zu sein wie du. Do we see a problem with this? Sehen wir das Problem darin? We don't have to go back 4000 years. Wir müssen nicht 4000 Jahre in die Vergangenheit gehen. Today, 2011. Heute im Jahr 2011. This is a picture from a temple in India. Das ist ein Bild eines Tempels in Indien. And in this temple, you might guess by the relief, by the picture. Wir können anhand dieses Bildes sehen, that at this temple they worship the rat. In diesem Tempel werden Ratten angebetet. This is a picture from the inside of the temple. Das ist ein Bild des Inneren, des Tempelinneren. Worshippers in this temple are not allowed to wear shoes. You should see the worshipper is barefoot. In diesem Tempel dürfen die Anbetenden keine Schuhe tragen. Because the temple is infested by rats. Denn dort wohnen Ratten. If you step on a rat and kill it, you have to pay the temple the weight of the rat in gold. Wenn man auf eine Ratte tritt und sie tötet, muss man den Tempel das Gewicht dieser Ratte in Gold bezahlen. This bowl is a bowl of milk and honey put out for the rats. In dieser Schüssel befindet sich Milch und Honig für die Ratten. And worshippers will come in and kneel down and drink out of the bowl with the rats. Und die Anbetenden kommen herein und trinken zusammen mit den Ratten aus dieser Schüssel. It's considered a great blessing to be bitten by a rat. Und es wird als großer Segen erachtet, von einer Ratte gebissen zu werden. Now here we have a group of young people praying to the rat. Und hier haben wir eine Gruppe junger Menschen, die die Ratten anbeten. And these group of young people believe in reincarnation. Und diese Jugendlichen glauben an die Reinkarnation. Can you imagine beings with individuality, intelligence, capacity to reason and think? Können wir uns vorstellen, das sind Individuen mit Mitgefühl, mit der Fähigkeit zur Vernunft, vernunftbegabte Wesen, praying to one day become a rat. Und beten darum, eines Tages eine Ratte zu werden. Do you see a problem with this? Sehen wir hiermit ein Problem? So the suggestion is that the reason God says to worship him because there's nothing on this planet that we can worship that would cause us to actually grow and develop. Die Idee hier ist, dass Gott dazu, could you repeat that? Yes, the reason God asks us to worship him is because there's nothing on this planet that we can worship that would cause us to actually grow and develop. Man glaubt also, dass Gott uns sagt, wir sollen ihn anbeten, damit wir nicht in etwas Größeres hineinwachsen können. Brain science confirms that this is actually true. Und die Hirnforschung bestätigt, dass Anbetung das Gehirn verändert. I mentioned this study last night. Ich habe diese Studie letzten Abend erwähnt. But not Dr. Newberg at the University of Pennsylvania.
Und Dr. Newberg von der Universität von Pennsylvania had patients 60 to 65 years of age, hatte Patienten, die zwischen 60 und 65 Jahre alt waren, meditate on a God of love 12 minutes a day for 30 days. Haben 12 Minuten täglich über den Gott der Liebe meditieren lassen. He measured their anterior cingulate cortex. Er hat ihre Vorderhirnaktivität gemessen. Heart rate, blood pressure and memory testing before the study began. Den Blutdruck, die Herzfrequenz und das Merkvermögen. And then again at the end of the study 30 days later. Und noch einmal 30 Tage später die gleichen Messungen durchgeführt. Those who meditated on the God of love, they were able to measure growth in the anterior cingulate cortex of the brain. Bei den Menschen, die an einen liebenden Gott, über einen liebenden Gott meditierten, wurde eine Steigerung dieser Gehirnareale festgestellt. And reductions in heart rate, blood pressure and 30% improvement in memory testing. Und der Blutdruck, die Herzfrequenz wurde gesenkt und eine Verbesserung der Gedächtnisleistung. But here's where it gets really interesting. Aber jetzt kommt etwas Interessantes. Every other God concept they had them worship on for 30 days? Other than love? Patienten, die ein anderes Konzept eines Gottes in ihre Meditation einfließen ließen. Angry God, wrathful God, punitive God, distant God. Ein entfernter Gott, ein böser Gott, ein verärgerter Gott. Distant God? Ja. Yeah. Entfernt, did not show these positive benefits, but actually caused the fear centers of the brain to grow stronger. Hat nicht zu Vorteilen geführt, sondern führte dazu, dass die Angstzentren im Gehirn zunahmen. In other words, we are actually changed by what we worship. In anderen Worten, wir werden verändert durch das, was wir verehren. It is through healthy worship that the capacity for reason gets stronger and we have a clean and healthy conscience. Durch gesunde Anbetung wird der Verstand veredelt und das Gewissen gereinigt. But unhealthy worship damages these faculties. Aber ungesunde Anbetung oder ungesunde Verehrung schädigt diese Fähigkeiten. The extreme cases are those, of course, of people in cults. Extreme Beispiele sind die von Menschen, die sich in Sekten oder Kulten befinden. Has anybody ever known someone in a cult? Hat jemand mit sowas Erfahrung gemacht? Jemand, der sich in einer Sekte befindet? If you ever do, you will notice the longer they're in, the less reasonable they become. Oder kennt jemand Menschen, die sich in Sekten befinden? Yeah, there's some head nodding in here. Yeah. Yes, their capacity for discerning and appreciating truth gets lower and lower and lower the longer they're in. Diese Menschen verlieren die Fähigkeit, Wahrheit zu erkennen und wertzuschätzen. This is one way to tell whether a form of worship is healthy or not. Das ist eine Methode, wie man feststellen kann, ob eine Art der Anbetung gesund ist oder nicht. If it's improving your capacity for discernment, wenn es unsere Fähigkeit zur Unterscheidung verbessert, for objective thinking, unsere Fähigkeit objektiv nachzudenken, for problem solving, Problemlösungen, if it's enhancing your mental faculties, wenn es unsere geistigen Fähigkeiten verbessert, or is it damaging and diminishing your ability to think and reason? Oder schädigt es unsere Fähigkeiten nachzudenken und zu überlegen? Do we just take the approach that many of the people that I deal with in America take? Wenn wir die Art und Weise befolgen, die meine Patienten in Amerika haben. Well, I don't ask any questions, I just believe. Die sagen, ich frage keine Fragen, ich glaube einfach nur. Which turns off the mind and diminishes the capacity to think. Das schaltet das Gehirn ab und vermindert die Fähigkeit nachzudenken. Once our reason and conscience has evaluated a situation and drawn a conclusion, our good judgment has drawn a conclusion. Wenn unser Urteilsvermögen eine Schlussfolgerung gezogen hat, the next faculty of our mind is to go into action. Ist die nächste Fähigkeit unseres Verstandes aktiv zu werden. And that is our will. Und das ist unser Willen. And what is the will? Was ist der Wille? It is basically the power of choice. Es ist die Fähigkeit zu wählen. The chief executive officer. Das ist der Generaldirektor des Geistes. President Bush. Präsident Bush got laughed at a lot. Er wurde sehr viel ausgelacht. But one thing he said was true. Aber eine Sache, die er gesagt hat, ist wahr. But he didn't say it very well. Er hat es nicht sehr gut ausgedrückt. As the president, he said. Als Präsident sagte er. I'm the chooser.
Ich bin der Wähler, der Entscheider. That's right. That's what the CEO does. He makes the choices. Der Generaldirektor oder Vorstandsvorsitzende entscheidet. And in your brain, in your mind, you also make choices. Und in unserem Gehirn sind wir diejenigen, die entscheiden. And when you choose, that's the exercise of your will. Und wenn wir wählen, ist das die Ausübung unseres Willens. Now, the way it's supposed to work is you're supposed to choose the things that your good judgment has said, hey, that's the best choice. Und wir sollen, es soll so funktionieren, dass wir die Dinge wählen, die unser Urteilsvermögen als gut erachtet. But you're going to find it often doesn't work that way. Wir werden aber feststellen, dass das nicht immer so funktioniert. Let's consider a smoker. Schauen wir uns einen Raucher an. And I found there's a lot of smokers in Germany. Und ich habe festgestellt, es gibt eine Menge Raucher in Deutschland. Way more than in the United States. Viel mehr als in Amerika. Yeah. Well, let's consider the smoker. Schauen wir uns den Raucher an. Let's say a smoker reasons through all the reasons and all the problems with smoking. Stellen wir uns vor, ein Raucher denkt über all die Probleme des Rauchens nach. Heart disease, lung disease, cancer, bad for my kids. Herzerkrankungen, Lungenerkrankungen, Krebs, schlecht für meine Kinder. Waste money. Es verbraucht Geld. Smells bad. Riecht schlecht. Nobody wants to kiss me. Keiner will mich küssen. And then their conscience convicts them and they feel bad for smoking. Und das Gewissen überzeugt den Raucher und er fühlt sich schlecht, dass er raucht. And they actually come to the point and say, you know, this is a filthy habit. I wish I didn't smoke. Und der Raucher sagt dann, das ist eine fiese Angewohnheit. Ich wünschte, ich würde nicht rauchen. But if they never actually exercise their will and choose to put the cigarettes down. Aber sie üben nicht die Kraft ihres Willens aus und entscheiden sich, die Zigarette sein zu lassen. They still keep smoking. Sie rauchen immer weiter. And you're going to discover that whenever we choose things. Und wir werden feststellen, dass wann immer wir uns für Dinge entscheiden, for which our own judgment says no. Für die unser eigenes Urteilsvermögen uns Nein sagt, we damage ourselves. Dann schädigen wir uns. We increase anxiety. Wir erhöhen die Angst, uneasiness. Das Unwohlbefinden, and contribute to mental and emotional problems. Und wir führen zu emotionalen und geistigen Problemen. The next faculty of our mind is simply called our thoughts. Die nächste Instanz in unserem Geist sind die Gedanken. And it includes all the mundane thoughts like I got to get the kids after school today and go grocery shopping, all the things of the routine thinking. Und das beinhaltet die ganzen Routine-Überlegungen eines Tages. Ich muss einkaufen gehen, die Kinder zur Schule bringen und so weiter. But it also includes our beliefs, values, morals and imagination. Es schließt aber auch unsere Überzeugungen, Werte, Moral und Vorstellungsvermögen ein. Now, when I presented this in some places, people challenged me on this. Mir wurden schon einige Herausforderungen nahegebracht wegen dieses Punktes. They say, wait a minute, our values and our morals are really what guide us. Shouldn't they be at the top? Die Leute sagen zu mir, warte doch mal, die Werte und Moralvorstellungen, die wir haben, das sind doch die Dinge, die uns leiten sollten. Sollte das nicht oben auf der Liste stehen? Well, let me ask you all a question or two. Ich möchte eine Frage stellen. Can you, with your reasoning ability, reason through your own values and morals and with new information change them? Können wir mit unserem Urteilsvermögen unsere Werte und Moralvorstellungen analysieren und sie verändern? Sind wir dazu in der Lage? So reason is superior or rules over your beliefs, morals. Das heißt, dass die Vernunft über die Werte und Moralvorstellungen regiert. And can you with your will choose to do things that go against your own morals and values? Können wir mit unserem Willen uns für Dinge entscheiden, die gegen unsere Wert und Wertvorstellungen gehen und unsere Moral? So again, the will overrides or oversees our morals, values. Das heißt, dass der Wille über unsere Werte und Moralvorstellungen regiert. What about the power of beliefs? Was ist mit den Glaubensüberzeugungen? I'm just going to give you a little overview right here. Nur ein kleiner Überblick. Because last year we did an entire program called The Science of Belief. Weil letztes Jahr haben wir einen ganzen Vortrag gehabt über die Wissenschaft des Glaubens. But what we believe actually changes us. Aber was wir glauben, verändert uns. As I said last year, what we have power over what we believe. But what we believe has power over us.
Ich habe letztes Jahr gesagt, wir haben Macht über das, was wir glauben, aber das, was wir glauben, hat auch Macht über uns. Which means you have the power to choose your beliefs, but once you choose them, those beliefs will exert power over you. Wir können uns entscheiden für das, was wir glauben, aber wenn wir uns dafür entschieden haben, haben unsere Glaubensvorstellungen wiederum Macht über uns. Have you heard of the placebo response? Kennen wir die Placebo-Reaktion? Somebody is in pain and you give them a medication that they believe is a pain medicine, but it's actually just a sugar pill. Jemand, der Schmerzen leidet, wird ihm eine Tablette gegeben und es hilft ihm, es ist aber tatsächlich nur eine Zuckertablette. The brain will release endorphins and enkephalins, brain-produced painkillers, if they believe they're getting a pain medicine. Das Gehirn wird Endorphine freisetzen, was körpereigene Schmerzmittel sind, wenn Menschen glauben, dass ihnen ein Schmerzmittel verabreicht wird. Aber wenn die Menschen wissen, dass ihnen eine Zuckertablette verabreicht wurde, wird das Gehirn diese Substanzen nicht freisetzen. There is a recent report about hotel maids and wait in working in New York City. Es wurde ein Bericht veröffentlicht über Zimmermädchen und deren Gewichtsprobleme in New York City. They asked the maids how much they exercised. Die Zimmermädchen wurden gefragt, wie viel trainieren sie, wie viel bewegen sie sich. And most of these maids were single moms. Und die meisten Zimmermädchen waren alleinerziehende Mütter. And they said, we're too busy, we don't have time to exercise. Und sie sagten, wir haben viel zu viel zu tun, wir haben keine Zeit zu trainieren. Then they hooked the maids up with a pedometer. Dann wurden diese Zimmermädchen mit einem Schrittmessgerät ausgestattet. Und es wurde gemessen, welche Strecke sie in ihrem tagtäglichen Job zurücklegen. Und das durchschnittliche Zimmermädchen legte eine Distanz von ca. 20 Kilometern am Tag zurück. And once they realized how much they were walking, they all began to lose weight. Und als diese Zimmermädchen feststellten, welche Riesenstrecke sie am Tag bewältigten, fingen alle an, Gewicht zu verlieren. Imagine you believed somebody injected you with the HIV virus. Stellen wir uns vor, wir glauben, dass uns jemand mit dem HIV-Virus infiziert hat. Just imagine that you believe that has happened. Oder jemand hat uns injiziert mit einer Spritze. But it hasn't happened. You just believe it's happened. Es ist nicht passiert, wir glauben nur, dass es passiert ist. Do you think that would have power over you? Glauben Sie, dass das Macht über Sie hätte? Do you think you would have as much peace? Glauben Sie, dass Sie noch immer Frieden hätten? Would you sleep as well? Würden Sie noch gut schlafen können? Would you date as comfortably? Würden Sie sich immer noch zu Verabredungen treffen? And what has actually changed in reality? Und was hat sich in der Realität verändert? Only what you think. Nur das, was wir denken. Only what you believe. What we believe, nur was wir glauben. Has power over us. Was wir glauben, hat Macht über uns. This is why lies believed, particularly about God, self or others, are so destructive. Deswegen sind Lügen, an die man glaubt, ob das nun über Gott oder über sich selbst ist oder über andere, sehr schädlich. And what about the imagination? Was ist mit der Vorstellungskraft? This is the ability to fantasize. Das ist die Fähigkeit zu fantasieren, think creatively, kreativ zu denken, guided imagery or meditation, eine gesteuerte Bilderwelt, daydream, Tagträumerei. And this also can have power over us. Das kann auch Macht über uns haben. Consider a man who is kidnapped, thrown onto a helicopter, flown 1,000 feet in the air. Stellen Sie sich einen Mann vor, der gekidnappt wurde, entführt wurde, ihm wurden die Augen zugebunden und er wurde in einen Helikopter gesetzt und in die Luft geflogen. Ihm werden die Hände und Füße gebunden und eine schwarze Kapuze über seinen Kopf. After he's blindfolded, nachdem er also so gebunden ist, the helicopter comes down to 2 feet off the ground. Kommt der Helikopter aus 300 Metern zurück auf 50 Zentimeter. And there's a mattress outside the helicopter. Und außerhalb des Helikopters befindet sich eine Matratze. And they shove the guy out onto the mattress. Und man schmeißt diesen Menschen heraus auf die Matratze. What do you think might happen? Was glauben Sie passiert mit dem Mann? You think he might have a heart attack?
Glauben Sie, dass es passieren kann, dass er einen Herzinfarkt erleidet? There's a real high likelihood he will die from heart failure. Das ist eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit gegeben, dass er an Herzversagen stirbt. Because our imagination has power over us. Weil unsere Vorstellungskraft Macht über uns besitzt. Unhealthy imagination is damaging. Ungesunde Vorstellung ist zerstörend. So our thoughts, our beliefs, our morals, our imagination are to remain under the governance of our good judgment. Es ist also so, dass unsere Überzeugungen und Werte, Moral und Vorstellungsvermögen unter der Regierung unserer Vernunft sein sollten. Have you ever known anybody whose imagination just ran wild? Kennen Sie jemanden, dessen Vorstellungskraft einfach wie wild losging? They may think that every physical symptom is a new disease. Diese Menschen glauben, dass jedes kleine körperliche Symptom eine schreckliche Krankheit darstellt. Or they imagine nobody likes them and they see slights and injuries everywhere they go. Oder diese Menschen glauben, dass niemand sie mag und sie sehen überall nur Verletzungen. Our imagination and our faculties, our beliefs and morals and values are to remain under the governance of our judgment. Unsere Überzeugungen und Moralvorstellungen sollten unter der Regierung der Vernunft bleiben. Now, what do you think the final faculty in our mind that I haven't mentioned yet, that is always the bottom of the totem pole, the caboose on the train, what do you think's left? Was glauben Sie, was ist die letzte Instanz in unserem Verstand, in unserem Gehirn, was eigentlich immer das letzte Rad am Wagen sein sollte? It's always to be part of our experience, but never to be in charge. Es ist immer Teil unserer Erfahrung, aber darf niemals in führender Position sein. Our feelings or emotions. Unsere Gefühle oder Emotionen. And this of course includes all the various emotions and feelings we have. Und das schließt natürlich alle Emotionen und Gefühle ein, die wir haben. But there's two really special ones I want to point out. Aber ich möchte über zwei besondere reden. And that is a desire for relationships. Und das ist unser Bedürfnis nach Beziehungen. You may have heard of Ronald Fairbairn, Harry Sullivan, Melanie Klein. Vielleicht haben wir von Ronald Fairbairn, Harry Sullivan und Melanie Klein gehört. And others developed the whole theory called object relations theory. Und andere haben eine Theorie entwickelt, die sich Objects Relations Theorie nennt. It's an entire field of psychoanalysis. Das ist ein ganzes Feld der Psychoanalyse. And it's entirely predicated on the recognition of this drive. Und es handelt nur über die Anerkennung dieses Triebes im Menschen. Their theory posits that this drive to relate is the primal force that drives all of our behavior. Diese Theorie sieht den Antrieb als den primären Motivator all unserer Handlungen an. And see, we all have a desire for relationships, to love and to be loved. Jeder von uns hat das Bedürfnis nach Beziehungen, zu lieben und geliebt zu werden. Social isolation is damaging to our mental and physical health. Soziale Isolation schädigt unsere körperliche und geistige Gesundheit. And then our affections are a different type of emotion. Unsere Zuneigungen sind eine andere Art von Emotion. They're often known as our heartstrings or our feelings of attachment. Auch bekannt als Gefühl der Bindung oder Herzensbund. Let me give you an example. Ein Beispiel. I want you to imagine that you've been saving money to buy your dream car. Ich möchte, dass Sie sich vorstellen, Sie haben Geld gespart, um Ihr Traumauto zu kaufen. In America people dream of BMWs, but I don't think you all do. In Amerika träumen die Menschen von einem BMW, aber hier vielleicht nicht so sehr. Yeah. You guys want a Ford? Hier träumen die just Menschen kidding, von einem Ford. Just kidding. Das ist nur ein Witz. So you've been saving your money to buy your dream car. Also Sie sparen Geld, um Ihr Traumauto zu kaufen. And you finally buy your car. Und schlussendlich können Sie Ihr Auto kaufen. And you're so excited, you want to go show all your friends. Und Sie möchten es all Ihren Freunden zeigen. So you go to where they're working. Also Sie fahren zur Arbeitsstelle der Freunde. And you go in and get them when you come out. Und Sie holen die Freunde heraus aus der Arbeit. There's another car just like yours in the parking lot, but it's not yours. Befindet sich ein anderes Auto, was genauso aussieht auf dem Parkplatz, ist aber nicht Ihr Auto. And that car has a big dent in the side. Und dieses Auto hat eine kleine Beule an der Seite. Eh, that doesn't bother you. Und das stört Sie nicht. But what happens if you come out and your car has a big dent in the side? Aber was passiert, wenn Sie herauskommen und Ihr Auto hat eine kleine Beule? Does it feel different? Fühlt sich das anders an? This is an example of our
affections. Das ist ein Beispiel unserer Zuneigung. When we can have emotional attachment to things. Wenn wir uns emotional an etwas binden. Or people. Oder an Menschen. And the Bible gives wisdom to guard the heart. Be careful what you become attached to. Dass die Bibel rät dazu, vorsichtig zu sein damit, an was man sich bindet. And it talks about the heart being circumcised or cut away from damaging things. Und es redet, die Bibel redet davon, dass man das Herz beschützt oder abschneidet von schädigenden Dingen. But notice, I just want you to notice the text here. Schauen wir uns diesen Text genauer an. It's not by written code or religious creed. Das ist kein religiöses Dekret, but by a spiritual development. Sondern das geschieht durch eine geistige Entwicklung. And religions want to codify everything. Religionen möchten alles kodieren, which impairs our ability to have a free heart. Was unsere Fähigkeit beeinträchtigt, ein freies Herz zu haben. So, have you heard of cognitive behavioral theory? Haben wir schon mal von kognitiver Verhaltenstherapie gehört? This is just to show you the elements in common with cognitive behavioral theory. Das sind nur einige Elemente aus der kognitiven Verhaltenstherapie. Cognitive behavioral theory would the elements in red have in common with what we're describing here. Die Elemente, die rot angestrichen sind, sind gemeinsam mit dieser kognitiven Verhaltenstherapie. And cognitive therapy, behavioral therapy is generally very simple. Diese Therapie ist normalerweise sehr einfach. An event, A, an event. A, ein Ereignis. B, followed by a thought. Als unter B wird das Ereignis von einem Gedanken gefolgt. Which results in an emotion or a feeling. Was letztendlich zu einem Gefühl führt. And the whole premise of cognitive behavioral theory is if you can change the thought, you can change the feeling. Und die Prämisse der kognitiven Verhaltenstherapie lautet, wenn man den Gedanken ändern kann, kann man auch das Gefühl ändern. So if you hear a bang, wenn wir zum Beispiel so ein Geräusch hören, and you have a thought, und wir haben einen Gedanken, car backfire in the parking lot, dass ein Auspuff auf dem Parkplatz Krach gemacht hat, you have a feeling of relaxation. Dann entspannt man sich. But if you hear the same bang, aber wenn man das gleiche Geräusch hört, and you have a thought, und wir haben einen Gedanken, a terrorist with a gun in the hallway, da ist ein Terrorist mit einer Pistole draußen, you get a different emotion. Hat man ein anderes Gefühl daraus. That is basically cognitive behavioral theory. Das sind die Grundlagen der kognitiven Verhaltenstherapie. Focusing on changing the thoughts, which results in changing the feelings. Man konzentriert sich darauf, die Gedanken zu verändern, dadurch werden auch die Gefühle verändert. Cognitive behavioral theory does not take into consideration, diese Art der Therapie berücksichtigt nicht the impact of the conscience, die Wirkung des Gewissens or worship, oder der der Verehrung or morals or values, oder der Moralvorstellungen or desire for relationships or affections, oder des Bedürfnisses nach Beziehungen oder Zuneigung. This is a model of how the mind was originally designed. Das ist ein Modell, wie unser Verstand ursprünglich gebaut wurde. Meditating on a God of love, indem man über einen Gott der Liebe meditiert, which develops the faculties in a healthy direction, welcher die Fähigkeiten des Geistes in einer gesunden Weise dirigiert. What went wrong? Was ist falsch gelaufen? The falling dominoes of destruction. What went wrong? Die fallenden Dominosteine der Zerstörung. I want you to imagine you're in a healthy, loving, other-centered marriage. Stellen Sie sich vor, Sie befinden sich in einer gesunden, auf den anderen zentrierten Ehebeziehung. You genuinely love and give of yourself for the benefit of your spouse, and they likewise love and give of themselves for the benefit of you. Sie lieben ihren Ehepartner ehrlich und aufrichtig und altruistisch, und ihr Ehepartner liebt sie auf die gleiche Weise. And then somebody close to you that you also love and trust. Und dann ist jemand, der ihnen sehr nahe steht, dem sie auch vertrauen und ihn lieben. Like your brother or sister. Wie zum Beispiel ihr Bruder oder ihre Schwester. Or your adult son or daughter. Oder ihr erwachsener Sohn oder Tochter. Comes to you and tells you a lie. Kommt zu ihnen und erzählt ihnen eine Lüge. With tears in their eyes, they're crying as they tell you,
that your spouse is having an affair with another. Mit Tränen in den Augen sagt ihnen diese Person, dass ihr Ehepartner sie betrügt mit einem anderen Menschen. They also show you pictures that they've doctored on their computer showing your spouse in the arms of another. Und es werden ihnen Bilder, die auf dem Computer manipuliert wurden, gezeigt, die ihren Ehepartner im Arm eines anderen zeigen. Now it's not true. Your spouse is still loyal and faithful. Das ist nicht wahr. Ihr Ehepartner ist immer noch treu und ihnen zugeneigt. But if you believe the lie, will something inside of you change? Aber wenn Sie dieser Lüge Glauben schenken, wird etwas in Ihnen verändert? If you now believe your spouse is cheating, do you have peace in your heart? Wenn Sie nun glauben, dass Ihr Ehepartner Sie betrügt, haben Sie immer noch Frieden im Herzen? Does your fear go up? Your anxiety go up? Your worry go up? Oder geht Ihre Angst oder steigert sich Ihre Angst und Ihre Sorge? Lies believed break the circle of love and trust. Lügen, an die man glaubt, verletzen den Kreislauf der Liebe und des Vertrauens. And amazingly, und erstaunlicherweise, the Bible actually teaches this is what happened. Lehrt die Bibel, dass genau dies passiert ist. A lie was believed and love and trust was broken. Eine Lüge wurde geglaubt und Liebe und Vertrauen wurde zerstört. And what happens if you believe your spouse is cheating and love and trust is now broken? What happens next? Was passiert als nächstes, wenn man das glaubt? Lies believe break the circle of love and trust. Broken love and trust results in fear and selfishness. Gebrochene Liebe und Vertrauen resultieren in Furcht und Selbstsucht. Think it through. Denken Sie darüber nach. I no longer trust you. I believe you're sleeping with another. Ich glaube dir nicht mehr. Ich denke, dass du mit jemand anderem eine Beziehung hast. I can't trust you to have my back. Ich kann mich dir nicht anvertrauen. I have to watch out for myself. Ich muss mich um mich selbst kümmern. I've got to go to the bank and get that money out before you do. Ich muss zur Bank und das Geld dort abheben, bevor du es tust. I'm changing the locks on the house. You're not sleeping here tonight. Ich werde das Schloss im Haus wechseln. Du schläfst hier heute Nacht nicht hier. Isn't this what happens? Passiert das nicht? We're not giving anymore. We're watching out for self. Wir geben nicht mehr. Wir kümmern uns nur noch um uns selbst. We are now fearful and selfish. Wir sind voller Angst und selbstbezogen. And in the world today, this is known as survival of the fittest. Und in der Welt wird das als das Überleben des Stärksten bezeichnet. And when scientists look into nature and see survival of the fittest principle, they're not making it up. Und wenn die Wissenschaftler sich die Natur anschauen und sehen das Prinzip des Überlebens des Stärksten, dann denken sich das nicht aus. They just made a mistake. Sie haben nur einen Fehler begangen. And because they see it everywhere, they think it's normal. Weil sie es aber überall sehen, denken sie, es ist normal. Just imagine this. Stellen Sie sich Folgendes vor. You probably know that in Africa HIV is rampant. Sie wissen vermutlich, dass in Afrika der HIV-Virus grassiert. Now imagine a remote village cut off from the rest of the world. Stellen Sie sich ein entferntes, alleinstehendes Dorf dar, was wirklich von der Außenwelt abgeschnitten ist. And everybody's infected with HIV. Und dort ist jeder mit HIV infiziert. And multiple generations go by. Und mehrere Generationen wechseln sich ab. Thousands of years go by. Tausende von Jahren vergehen. And everyone's HIV infected. Und jeder hat HIV. And one day a scientist grows up amongst them. Und eines Tages wächst ein Wissenschaftler in diesem Dorf heran. Might he believe that HIV was a normal part of the way it was supposed to be? Könnte dieser Wissenschaftler denken, dass HIV ein normaler Zustand ist? Because he's never seen anything else. Weil er nichts anderes gesehen hat. This is the problem with scientists today. Das ist das Problem mit den Wissenschaftlern heute. Because this is all they've ever seen is a world infected with selfishness. Das ist das Einzige, was sie von dieser Welt gesehen haben, die infiziert ist mit der Selbstsucht. And if you were here last night when we went through the two principles of selfishness versus love, und wenn Sie gestern Abend hier waren, als wir die Prinzipien der wahren Liebe und der abhängigen Liebe betrachtet haben, you saw that fear leads to death, where love leads to life. Haben Sie gesehen, dass Angst zum Tod führt, während die Liebe zum Leben führt. So lies believe break the circle of love and trust. Geglaubte Lügen führen zu einer gebrochenen Liebe und Vertrauen. Broken love and trust result in fear and selfishness. Gebrochene Liebe und Vertrauen führen zu Furcht und Selbstsucht. And fear and selfishness lead to destructive behavior. Und Furcht und Selbstsucht führen zu zerstörerischen Taten.
And destructive behavior leads to damage to our minds, our characters, our bodies. This is a terminal condition. Zerstörerische Taten führen letztendlich zu einem Schaden an Geist, Charakter und Körper, was ein Dauerzustand ist, ein Endzustand. This is what the mind looks like infected with selfishness. So sieht das der Verstand aus, wenn er mit Selbstsucht infiziert wird. This is what the Bible teaches. We're born fearful and selfish. Die Bibel lehrt das, dass wir ängstlich und selbstsüchtig geboren werden. And the Bible says that this selfishness presents itself in our lives in three ways: the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Und die Bibel lehrt, dass diese Selbstsucht sich in der Welt in drei Methoden äußert: die Lust der Augen, der Stolz und die Lust des Fleisches. We would simply say sensualism, materialism and egotism. Wir würden sagen Sinnlichkeit, Materialismus und Egoismus. Think about babies born into the world. Stellen wir uns Babys vor, die in diese Welt hineingeboren werden. They're born egocentric or self-centered. Sie werden tatsächlich egozentrisch geboren. Innocent little babies. Unschuldige kleine Babys. How many of the babies come into the world concerned about whether mom is well rested and fed? Wie viele Babys kümmern sich darum, ob ihre Mutter wohlgenährt und ausgeruht ist? Or is it always about self? Me, oder geht me, es nur me. Um mich selbst? Every baby born into the world. Jedes Baby ist so. This is the natural infection that we're born with. Das ist die natürliche Infektion, mit der wir geboren werden. Now, Freudian theory, you might have heard of Sigmund Freud. Vielleicht haben Sie schon mal von Sigmund Freud gehört. Yes, the portions outlined in the blue would correspond with Freudian theory. Das, was hier blau unterstrichen ist oder blau hervorgehoben, sind die Theorien von Freud. This selfish nature is what Freud called the id. Diese Selbstsucht hat Freud das S genannt. Yes, what Freud called the id. Freud described the id as having two primary drives. Das S hat zwei hauptsächliche Triebe. Sex and aggression. Sex und Aggression. You notice how I'm counting like a German? So zähle ich, seitdem ich in Deutschland bin. Yeah, we count, Americans count. One, two, three. One, two, three. Yeah. Okay. Yes, yeah, sex and aggression. And sex included any, in Freud's theory, any type of physical pleasure. So this would be alcohol, drugs, and so forth. Nach Freud unter Sex werden alle körperlichen Freuden und Triebe verstanden. Sex, Alkohol, Genusssucht und so weiter. And aggression would be all those things we do to promote self, to get self ahead of everybody else. Und Aggression ist das, was man tut, um das Selbst und die Selbstsucht zu fördern. Like acquiring lots of material possessions so we're richer than everybody else. Zum Beispiel Reichtümer anhäufen. Or all the things we do to have our prides and egos ride over other people. Oder all das, was wir tun, um unseren Stolz und unser Ego über das andere Menschen zu bringen. So sensualism, materialism, egotism are the id. Also Sinnlichkeit, Materialismus und Egoismus sind das S. And the conscience is consistent with the superego. Und die Dinge, die als super, als das Über-Ich bezeichnet werden. And the ego in Freud's theory would consist of the will, the power to choose our conscious thoughts. Das Gewissen ist das Über-Ich und der Wille und die Gedanken sind das Ich. But Freud really didn't have much place for our reasoning powers. Freud hatte nicht viel Platz für unsere Vernunft or the drive for worship. Kräfte oder für den Trieb anzubeten oder zu verehren or the drive for relationships. Oder für den Trieb für Beziehungen. Now, there's a Bible text and I want to demystify and objectify some things in the Bible. Ich möchte einige der Dinge aus der Bibel etwas entmystifizieren. And some of the language in the Bible is very difficult to understand. Manchmal ist die Sprache der Bibel sehr schwer zu verstehen. So it says those who have their minds, those who live according to the sinful nature have their minds set on what that nature desires. Diejenigen, die ihr Augenmerk auf ihre Natur richten, werden das tun, was diese Natur verlangt. And all that simply means, and this would be somebody that a Christian would call unconverted.
Und das ist jemand, den ein Christ zum Beispiel als unbekehrt bezeichnen würde. And all it simply means is, this is a selfish person. Das bedeutet lediglich, das ist eine selbstsüchtige Person. This is the person who's only interested in themselves and they use their abilities to gratify self. Das ist eine Person, die nur auf sich selbst konzentriert ist und benutzt ihre Fähigkeiten, um sich selbst zu befriedigen. Whereas a converted person is a person who has come to love others more than self. Aber eine bekehrte Person liebt andere mehr als sich selbst. And they actually have a war within their own heart where they don't want to be selfish. They don't want to exploit people. They want to give of themselves to help people. Und diese Menschen möchten nicht andere Leute ausnutzen. Sie wollen nur von sich geben, um anderen zu helfen. And this is really at its roots the difference between the two. Und in der Wurzel ist das der Unterschied zwischen diesen beiden. So a converted person is somebody who loves well. Eine bekehrte Person ist also jemand, der wirklich gut zu lieben vermag. Whether they acknowledge God or don't. Ob sie nun Gott anerkennen oder nicht. So we have two antagonistic principles fighting it out in our own hearts and minds. Wir haben also zwei gegensätzliche Prinzipien, die einen Kampf ausführen in unseren Herzen und Verstand. Greater love is no man that he give his life for a friend. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Which means I love you so much. Das bedeutet, ich liebe dich so sehr, that I'll do whatever I can for your health, your welfare, your benefit. Das heißt, ich werde alles, was ich kann, tun für dein Wohlbefinden. Including if it comes down to it. Auch wenn es darum geht, give my life that you might live. Mein eigenes Leben zu geben, so dass du leben kannst. Parents, you know this when you think of your children. Eltern können das verstehen, wenn sie über ihre Kinder nachdenken. This is at war with a natural instinct we have to survive. Dieses Empfinden befindet sich im Krieg mit einem natürlichen Instinkt zu überleben. Which says I love myself so much. Dieser Instinkt sagt, ich liebe mich selbst so sehr. That I'll do whatever I have to promote and advance myself. Er sagt, ich werde alles tun, was ich kann, um mich selber nach vorne zu bringen. Including if it comes down to it, kill you that I might live. Und wenn es darum geht, werde ich dich umbringen, sodass ich leben kann. Now I want to show you how deeply ingrained this desire is. Ich will zeigen, wie tief verwurzelt dieser Trieb ist. Last night I gave you an example about how love can cast out fear, remember? Gestern haben wir darüber gesprochen, wie wahre Liebe die Angst austreiben kann. The example of the bus and the child? Das Beispiel mit dem Bus und dem Kind. Now let me show you a different example. Ein anderes Beispiel which jetzt. Will show you this drive to survive. Was diesen Trieb zum Überleben darstellen wird. I want you to imagine you're out in a swimming pool or a lake. Wollen wir uns vorstellen, wir befinden uns in einem Swimmingpool oder einem See. And somebody is holding you down, drowning you. Und jemand versucht, sie zu ertränken und hält ihren Kopf unter Wasser. And you have a knife in your hand. Und sie haben ein Messer in ihrer Hand. What happens the longer you're underwater? Was passiert, je länger sie unter Wasser bleiben? Does the urge to stab them get stronger? Wird nicht der Trieb, diesen Menschen zu erstechen, immer stärker? It becomes irresistible, doesn't it? Es wird fast unwiderstehlich, dieser Trieb. It's so irresistible that all the courts of the land say that's not a crime, it's normal. Es ist so unwiderstehlich, dass alle Gesetze behaupten, das ist normal, das ist kein Verbrechen. But what would you do if the person holding you down was your child? Aber was würden Sie tun, wenn der Mensch, der ihren Kopf unter Wasser hält, ihr Kind ist? When you have love competing. Would you give your life? Was passiert, wenn die Liebe gegeneinander kämpft? Würde man sein eigenes Leben geben? Now let's simplify the overview of this model. Make it a little simple. Wollen wir das Modell des Verstandes etwas vereinfachen? Your judgment? Das Urteilsvermögen? Your power to choose? Die Fähigkeit zu entscheiden? And our feelings? Und unsere Gefühle. What happens when this gets flipped upside down and we put feelings in charge? Was passiert, wenn wir das umdrehen und die Gefühle in Kontrolle sind? I want you to imagine your new mom. Stellen wir uns eine neue und junge Mutter vor. You've just come home with your firstborn child. Man kommt nach Hause mit seinem neugeborenen Kind. Your husband's had to go out of town on a business trip. Ihr Ehemann musste verreisen auf eine Geschäftsreise. You get up early, work around the house, fixing up the nursery. Sie stehen früh auf und arbeiten am Haus, im Haushalt. And before you know it, the day has slipped by. It's 11 o'clock at night. You crawl into bed, tired and exhausted. Und bevor sie sich versehen, ist es 9 Uhr abends und sie kriechen müde ins Bett. At 2 o'clock in the morning, your baby begins to cry, wet and hungry.
2 Uhr morgens fängt das Baby an zu schreien. Es ist nass und hungrig. Do you feel like getting up? Fühlen Sie sich danach aufzustehen? Haben Sie Lust aufzustehen? But your judgment kicks in and you recognize your responsibilities and you literally will yourself up out of bed. Aber Ihr Urteilsvermögen übernimmt und Sie zwingen sich fast dazu, aus dem Bett aufzustehen. And you go care for your child. Und Sie gehen und kümmern sich um Ihr Baby. Go back to bed, wake up the next morning and you feel. Sie gehen zurück ins Bett, wachen am nächsten Morgen auf und fühlen sich. A sense of peace with yourself. Fühlen sich zufrieden. Self-esteem and worth are intact. Das Selbstwertgefühl ist in Ordnung. Let's flip it upside down. Wollen wir das jetzt nun herumdrehen? You don't feel like getting up, so you don't. Um 2 Uhr morgens wollen Sie nicht aufstehen und Sie stehen nicht auf. Your feelings grab a hold of your thoughts. Ihre Gefühle übermannen Ihre Gedanken. You begin to tell yourself. Sie sagen sich selbst. Look, if I'm going to be a good mom, I've got to get my rest. Wenn ich eine gute Mutter sein will, muss ich mich um meine eigene Ruhe kümmern. And besides that, if my husband can be away sleeping in a hotel room tonight and his body wasn't all morphed out of shape and all this weight to bring this child in the world, I should be able to sleep tonight. Und mein Ehemann ist dann irgendwo in einem Hotel und er trainiert dort und schläft so viel er will und sein Körper verträgt alles sehr gut. Very good. And so you put a pillow over your head. Und Sie tun ein Kissen über Ihren Kopf. And you let your child lay there wet and hungry all night. Und Sie lassen Ihr Kind nass und hungrig sein die ganze Nacht. Now when you get up the next morning, how do you feel? Und wenn Sie jetzt am nächsten Morgen aufwachen, wie fühlen Sie sich dann? Do you have peace? Haben Sie Frieden? What about self-esteem and self-worth? Was ist mit dem Selbstwertgefühl? Maybe it's so bad you can't even be honest with yourself. Vielleicht ist es so schlimm, dass Sie noch nicht mal ehrlich mit sich sein können. And you get mad at the kid and say this is your fault. If you weren't crying, I wouldn't feel this way. Und Sie werden böse mit Ihrem Kind und sagen, wenn du nicht geschrien hättest, würde ich mich jetzt nicht so fühlen. Let's look at another example. Ein anderes Beispiel. A high school cheerleader. Ein Cheerleader in der High School. Do you have cheerleaders in Germany? Haben wir in Deutschland Cheerleader? Do you know what a cheerleader is? Wissen wir, was das ist? American football. Amerikanisches Football. Girls cheer for the, you know, the sports. Die Mädchen, die Sportler anfeuern. Well, just a 16-year-old girl. Ein 16-jähriges Mädchen. And she has her eyes set on the captain of the football team. Und sie hat den Captain des Footballteams im Auge. She just hopes he'll ask her out. Und sie hofft, dass er sie zu einer Verabredung fragen wird. And one day he finally does. Und letztendlich eines Tages tut er das. And on their very first date. Und zur ersten Verabredung. He tries to violate her virtue. Versucht er ihr Gewalt anzutun. What does her good judgment say? Good idea, bad idea. Was sagt ihr gesundes Urteilsvermögen? Gute oder schlechte Idee? What if she goes with her good judgment and tells him no? Wenn sie ihrem Urteilsvermögen folgt, ihrem gesunden, und sagt nein. At that very moment, as she's telling him no, is that fun or is that very awkward and tense? In dem Moment fühlt sich das gut an oder fühlt sich das seltsam und angespannt an? It's awkward and tense, but if she sticks by her resolve and says no, over the next day, week, months, how does she feel about herself? Es ist natürlich angespannt, aber wenn sie dabei bleibt, wie fühlt sie sich einige Wochen und Monate später? What if instead she lets her feelings take charge? She has feelings that say, oh, I don't want him to be mad at me. I want him to like me. I don't want to be rejected. Was passiert aber, wenn sie ihren Gefühlen freien Lauf lässt und Dinge fühlt, wie ich möchte nicht, dass er mich nicht mehr mag und ich möchte nicht, dass er mich verstößt. And she lets him do what he wants. Und sie lässt ihn das tun, was er möchte. Then what happens to her self-esteem, self-worth, self-confidence? Was passiert dann mit ihrem Selbstwertgefühl und ihrem Selbstbewusstsein? Up or down? Hoch oder runter? And the first two examples I just kind of made up from my own imagination. Die ersten zwei Beispiele habe ich einfach aus meiner Vorstellung entwickelt. This last one is a true story. Das letzte Beispiel ist eine wahre Geschichte. A pastor's wife came to see me. Die Frau eines Pastors kam zu mir. Married for 29 years to the same man. 29 Jahre mit demselben Mann verheiratet. Children were healthy and out of the home. Die Kinder waren gesund und schon außer Haus. No real conflicts or problems that she could identify. Es gab keine wirklichen Konflikte oder Probleme, die sie ausmachen konnte. But struggling with chronic depression and insecurity and worry and anxiety. Aber sie kämpfte mit chronischer Depression und Unsicherheit und Ängstlichkeit. And she told me an example of
what the problem was in her life. Und sie hat mir ein Beispiel von ihrem Problem erzählt. She was taking a college class. Sie ist ins College gegangen. And when the exam schedules for the semester were posted, und wenn die als der Prüfungsplan feststand, her final exam was scheduled for a Thursday morning. War ihre letzte Prüfung an einem Donnerstagmorgen. So she immediately went to her calendar and blocked off Wednesday night for her final exam preparation. Also hat sie in ihrem Kalender den Mittwochabend angestrichen, um sich auf die Prüfung vorzubereiten. On Tuesday of exam week, an dem Dienstag dieser Woche, the church organist called her and said, hat sie der Kirchenorganist angerufen und gefragt, I've had a sudden conflict in my schedule. I can't play for midweek worship tomorrow. Can you cover for me? Und sagte ihr, dass er am Mittwoch nicht im Gottesdienst spielen kann und fragte sie, ob sie ihn ersetzen kann. Now, her judgment immediately said, no, I've got exams to study for. Ihr Urteilsvermögen sagte, nein, ich muss mich auf meine Prüfung vorbereiten. But she had powerful feelings of insecurity that said, aber sie hatte starke Gefühle der Unsicherheit und die sagten, I don't want her to be mad at me. Ich möchte nicht, dass die Organistin böse auf mich ist. I don't want her to start rumors about me in a church. Ich möchte nicht, dass sie in der Kirche irgendwelchen Tratsch über mich erzählt. I don't want people to think that I don't support my husband's ministry. Ich möchte nicht, dass die Leute glauben, dass ich die Mission meines Mannes nicht unterstütze. And so based on all this fear and insecurity, she changed her plans and went and played the organ at church. Und entgegen ihrem gesunden Urteilsvermögen ist sie am Mittwoch in die Kirche gegangen und hat die Orgel gespielt. And what happened, but she lost more respect for herself. Das, was passiert war, ist, dass sie mehr und mehr Respekt für sich selber verloren hat. And let me tell you why this happens. Warum passiert das? Because when your judgment comes to a conclusion, wenn ihr Urteilsvermögen zu einem Schluss kommt, in any situation, in egal welcher Situation, and then you have powerful feelings, und dann haben sie mächtige Gefühle, that you choose to go against your own judgment, die sie dazu verleiten, gegen ihr eigenes Urteil zu gehen, you haven't gotten rid of your judgment. Dann heißt das nicht, dass sie ihr Urteilsvermögen los sind. And in your own head, your own judgment starts saying, und in ihrem eigenen Kopf sagt ihr Urteilsvermögen, I'm ashamed of you. Ich schäme mich für dich. You're a coward. Du bist ein Feigling. You're a weakling. Ein Schwächling. You're spineless. Du hast keinen Rückgrat. You make me sick. Du machst mich krank. I don't like you. Ich mag dich nicht. This is what your own judgment starts beating you up in your head. Das sagt ihnen ihr eigenes Urteilsvermögen. Because you're not happy with your own self when you're not true to yourself. Denn wenn man sich selbst gegenüber nicht treu ist, dann ist man mit sich selbst unzufrieden. Maybe you've heard that saying, to thine own self be true. Vielleicht haben Sie das Sprichwort gehört, sei dir selber treu. It means simply to choose to do what your judgment has determined is right for you. Das heißt, dass man das tun sollte, was das eigene Urteilsvermögen beschlossen hat. So does the organizational balance of your mind have anything to do with your internal state of well-being? Macht das organisatorische Gleichgewicht in deinem Gehirn einen Unterschied? And the answer is obviously yes. Und die Antwort ist natürlich ja. Christian principles teach that truth heals and sets free. Christliche Prinzipien lehren, dass die Wahrheit frei macht. But feelings lead into temptation. Aber dass die Gefühle zur Versuchung führen. Now think in your life of the 5 decisions that you regret the most. Versuchen Sie sich mal in Ihrem Leben an die 5 Entscheidungen zu treffen, die Sie am meisten bereuen. That if you could go back in time, you would undo. Und wenn Sie zurückreisen könnten in der Zeit, würden Sie diese Entscheidung ändern. How many of those 5 came after a reasonable evaluation of the evidence? Wie viele von diesen Entscheidungen wurden getroffen nach einer vernünftigen Beurteilung der Beweislage? And how many came based off feelings? Und wie viele Entscheidungen wurden aufgrund von Gefühlen getroffen? And so as we look, which faculties of the mind does truth enter our mind through? Jetzt wollen wir mal schauen, durch welche Instanzen unseres Verstandes erreicht uns die Wahrheit. It is through our reason and conscience, our good judgment. This is where truth enters. Die Wahrheit kommt herein über die Vernunft und das Gewissen. But feelings come from that id that Freud talked about. Die Gefühle kommen durch dieses S, über das Freud sprach. Or should I say the feelings of temptation? Oder soll ich sagen, die Gefühle der Versuchung?